meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir, was ja sonst nicht der Fall ist, diesmal ein ganz kleines bisschen später beginnen als sonst, dann hat das, wie Sie gerade gesehen haben, den guten Grund und den erfreulichen Grund, dass heute bei unserer Veranstaltung auch der Direktor beim Deutschen Bundestag, Professor Risse, mit anwesend ist, worüber uns wir natürlich ganz besonders freuen. Und wir freuen uns ebenfalls darüber, dass das Thema unserer heutigen Veranstaltung doch auf ausgesprochen breite Resonanz und Interesse stößt. Also herzlich willkommen zum ersten W-Forum in der 19. Wahlperiode, das im Übrigen wie alle unsere Veranstaltungen zugleich im Hausfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen wird und zeitversetzt später auch im Internet zu sehen sein wird. Als wir uns vor einigen Monaten entschieden hatten, Nordkorea zum Gegenstand eines W-Forums zu machen, konnten wir wahrscheinlich oder sicher doch noch nicht ahnen, welche Aktualität dieses Themas dann in den kommenden Monaten weiter gewinnen würde. Damals ging es uns vor allem um Informationen zum Herrschaftssystem in einem rigoros abgeschotteten Staat, der mit seinem spektakulär inszenierten Atomprogramm eine Bedrohung weit über die Region hinaus geworden ist. Dies hatte insbesondere zu Spannungen mit den Vereinigten Staaten geführt, dann aber geschahen doch erstaunliche Dinge. Die Olympischen Spiele in Südkorea Anfang Februar 2018 wurden von einer, wie man es im Rückblick sagen kann, Schamoffensive des Nordens begleitet. Überraschend reisten enge Verwandte von Staatspräsident Kim Jong-un zu den Eröffnungsfeierlichkeiten und im Eishockeywettbewerb trat sogar eine gemeinsame süd- und nordkoreanische Frauenmannschaft an. Anfang April folgte fast sensationell die Ankündigung, der amerikanische Präsident Donald Trump habe einem Treffen mit Kim Jong-un zugestimmt, das im Mai oder Juni 2018 möglicherweise in Schweden stattfinden soll. Wenig später wurde ein Treffen von Kim Jong-un mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon für Ende April terminiert. Und auch der Ende März erfolgte Besuch des nordkoreanischen Präsidenten in Peking war eine Überraschung. Wobei es erkennbar um Abstimmungen für die nachfolgenden Treffen mit dem südkoreanischen, möglicherweise auch mit dem amerikanischen Präsidenten Trump ging. Diese internationalen Entwicklungen haben die ursprüngliche Fragestellung unseres W-Forums, wie wir finden, eher noch spannender gemacht. Wie funktioniert jenes Land, das nun im internationalen Fokus steht? Wie sieht der Alltag in einem völlig abgeschirmten Staat aus, in dem dem Staatschef in den gelenkten Medien und im Erziehungssystem fast wie einem Gott gehuldigt wird? Wie gestaltet sich das Leben der Bevölkerung in einem System, in dem jede Kommunikation mit dem Ausland verhindert wird und jeder Ansatz von Kritik schwerste Strafen nach sich ziehen kann, Menschenrechtsverletzungen verschiedenster Art darin eingeschlossen? Und wie gelingt es umgekehrt der staatlichen Propaganda, bestehende Versorgungsmängel, die in den 90er Jahren zu massiven Hungersnöten geführt haben, insbesondere in den ländlichen Regionen zu verdecken und zugleich in der Bevölkerung massive Feindbilder zu schüren? Ebenso stellen sich verstärkt außen- und sicherheitspolitische Fragen. Wie ist es zu deuten, dass nun plötzlich von nordkoreanischer Seite Signale für Entspannung und Abrüstung ausgesendet werden? Zeigt hier, um nur einige mögliche Szenarien zu nennen, die harte außenpolitische Linie des amerikanischen Präsidenten Wirkung, so wie es Matthias Nass in der Wochenzeitung Die Zeit Ende März vermutete? Oder hat vielmehr, wie Martin Benninghoff kurz darauf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung argumentierte, eine veränderte Haltung Chinas gegenüber seinem langjährigen Verbündeten die überraschenden Entwicklungen ausgelöst? Welche Rolle spielen die Nachbarländer Südkorea und Japan? Und wie steht es mit Blick auf Russland, die Philippinen und sogar Indien um die Gestaltung des Verhältnisses von Druck- und Einbindungspolitik, dessen Bedeutung für den vorliegenden Konflikt
der Politikwissenschaftler Erik Balbach jüngst hervorgehoben hat. Um Informationen über die vielen offenen Fragen um Nordkorea zu erhalten, haben wir einen ausgewiesenen Kenner gewinnen können, der sich seit langem mit dem Land und der gesamten Region beschäftigt. Ich begrüße sehr herzlich zu meiner Rechten Herrn Dr. Hilpert von der renommierten Stiftung Wissenschaft und Politik und stelle Ihnen unseren Referenten kurz vor. Hans-Günther Hilpert, geboren in Saarbrücken, absolvierte ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes, das er 1987 abschloss. Anschließend nahm er an einem zweijährigen DAAD-Stipendium in Japan teil. Zwischen 1989 und 1999 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Studienstelle Japan-Asien im IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München. Parallel promovierte er 1997 an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit zum Thema wirtschaftliche Integration in Ostasien in raumwirtschaftlicher Analyse. 1999 wechselte er dann ans Deutsche Institut für Japan-Studien in Tokio. 2002 kehrte er nach Deutschland zurück und ist seitdem hier in Berlin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik tätig. Seit 2014 als Leiter der Forschungsgruppe Asien. Seine Forschungsgebiete sind Ostasien, Handels- und Währungspolitik, Massenvernichtungswaffen und Proliferation, China, Japan und last but not least Süd- und Nordkorea. Die Publikationsliste von Herrn Hilpert zu all diesen Themen ist zu umfangreich, um sie hier angemessen darstellen zu können. Ich greife deshalb nur einige seiner Arbeiten zur Situation auf der koreanischen Halbinsel heraus, die für unseren Zusammenhang besonders wichtig sind. 2003 erschien sein Beitrag Nordkoreas Nuklearpoker, 2007 dann die Studie Südkoreas außenpolitisches Dilemma. 2011 wurde sein Aufsatz Die prekäre Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel publiziert. 2012 folgte die vergleichende Analyse Halbinsel der Dynastien, Präsidentenwechsel im Süden, Schalmeienklänge aus dem Norden. Und 2013 Kurskorrektur im Umgang mit Nordkoreas Atomprogramm. Wiederholt hat sich Herr Hilpert auch mit den schweren Menschenrechtsverletzungen auseinandergesetzt, die Nordkorea seit langem vorgeworfen werden. Ich nenne hier nur die Studien Human Rights in North Korea, European Perspective und Nordkoreas Verbrechen gegen die Menschlichkeit, beide aus dem Jahr 2016. Sehr geehrter Herr Dr. Hilpert, Ihre Expertise zu Nordkorea ist nicht nur in der Wissenschaft, sondern ebenso in den Medien gefragt. Immer wieder findet man dort Ihre Stellungnahmen, sei es im Deutschlandfunk, in der Neuen Zürcher Zeitung, in Die Welt, bei Phoenix oder im Cicero. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier zu Gast bei uns zu haben und sind nun gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Lieber Herr Professor Schöler, vielen Dank für die freundliche Einladung und Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich hier außerordentlich zu Nordkorea einen Vortrag halten zu können. Wie funktioniert Nordkorea? Einblicke in ein unbekanntes Land- und Herrschaftssystem. Nordkorea ist ein Anachronismus. Die aus dem Land uns erreichenden Bilder und Informationen verwirren, sie verstören, sie verängstigen. Eine scheinbar vollkommene Hingabe der Bevölkerung an ein totalitäres System, an einen für uns lächerlich wirkenden Staatsführer. Ein scheinbar stabiles totalitäres Herrschaftssystem in der Moderne des 21. Jahrhunderts. Eine von Atombomben und Raketentests ausgehende Bedrohung. Nordkorea ist aber auch ein großes Rätsel für uns. Wie kann es sein, dass der real existierende Sozialismus exklusiv in Nordkorea überlebt hat, während er in Osteuropa zusammengebrochen ist, in China und Vietnam sich in einen Staatskapitalismus transformiert hat? Wie kann es sein, dass totalitäre Herrschaft des Kim-Clans nicht an seinen eigenen inneren Widersprüchen zerbricht und sich anscheinend erfolgreich gegen die von außen kommenden Kräfte der Modernisierung, der Globalisierung und der Digitalisierung abschotten kann?
Wie kann es sein, dass ein so kleines Land über 60 Jahre in einem kalten Krieg gegen die USA standhält und sogar jetzt eine interkontinentale nukleare Abschreckung aufbaut? Diese Fragen lassen vermuten, dass Nordkoreas aggressive Außenpolitik, seine außerordentliche Überlebensfähigkeit, die Heranbildung eines extremen Nationalismus und eines abnormen Herrschaftssystems wohl nur von innen heraus zu verstehen ist. Bevor ich auf einzelne Aspekte Nordkoreas eingehe, wie die Ideologie, das politische System, die totalitäre Unterdrückung und die Wirtschaft und natürlich auch die Nuklearfrage, möchte ich zwei allgemeine, für das Verständnis Nordkoreas wichtige Punkte voranstellen. Erstens ist das nationale Trauma japanischer Besatzung und Kolonialisierung zu nennen. Erstmals stand in dem Jahre 1905 bis 1945 Korea in seiner gut 2000 Jahre langen Geschichte unter Fremdherrschaft und unter einer besonders brutalen dazu. Sicherlich hatte Korea, das seit 935 einheitlich und die gesamte Halbinsel übergreifend dynastisch regiert wurde, mehrere Invasionen erlitten, die Mongolen, die Mandschus, die Chinesen, auch mal die Japaner, und musste in der Folge fremden Herren Tribut entrichten. Aber es herrschte immer eine koreanische Dynastie. Während der japanischen Kolonialzeit aber unterstand Korea einer ausländischen Regierung. Der Besatzer betrieb nicht nur eine brutale Ausbeutung von Bodenschätzen, Landwirtschaft und Industrie. In der Spätphase war Korea auch einer kulturellen Assimilierungspolitik ausgesetzt. Koreaner mussten japanische Namen tragen, die koreanische Sprache wurde in Schulen und Behörden verboten. Diese als schmachvoll empfundene historische Erfahrung wurde zum Trauma und Gründungsmythos Nordkoreas. Ein Nie wieder wurde quasi zum Leitmotiv des nordkoreanischen Staates. Niemals wieder dürfe Korea seine Souveränität verlieren oder sich in die Gefahr einer kulturellen Auslöschung aussetzen. In diesem Nie wieder findet sich Ursprung, Motivation und Legitimation der zentralen Rolle des Militärs in Politik und Gesellschaft und auch in der Heranbildung eines extremen nationalistischen Anti-Imperialismus, der im Ergebnis heute ein Anti-Amerikanismus ist. Zweitens ist die prägende Rolle des Konfuzianismus hervorzuheben. Die konfuzianische Moral- und Regierungslehre ist die wesentliche geistige Grundlage von Nordkoreas Politik, Staat und Gesellschaft. Die Ideen des westlichen Liberalismus und Individualismus spielen in Nordkorea keine Rolle. Die Ideen des Marxismus-Leninismus nur eine Nebenrolle. Bereits unter der von 1392 bis 1910 regierenden Joseon-Dynastie war der Konfuzianismus Staatsideologie. Und er blieb es auch während der japanischen Kolonialzeit als ein wirksames Herrschaftsinstrument der Japaner. Und trotz des durchaus mächtigen sowjetischen Einflusses in der Nachkriegszeit hat sich das tradierte Denken und Verhalten der Menschen nicht wirklich verändert. Das allgemeine Leitbild bleibt eine konfuzianische Moralethik, die die Einhaltung der Kardinaltugenden und das Streben nach Harmonie in den menschlichen Elementarbeziehungen in den Mittelpunkt stellt. Diese Elementarbeziehungen sind Sohn, Vater-Sohn, Herrscher-Untertan, Mann-Frau. In diesen hierarchischen und immer patriarchalischen Beziehungen sind Gehorsam und moralische Vorbildhaftigkeit die verpflichtenden Handlungsmaximen. Natürlich war die Überwindung des vormodernen und feudalistischen Konfuzianismus das ausgesprochene Ziel der koreanischen Revolutionäre der ersten Stunde nach 1945, mit tatkräftiger Unterstützung der Sowjets natürlich. Und tatsächlich wurden die Großgrundbesitzer enteignet, die Frau wurde dem Mann rechtlich gleichgestellt und ideologisch erfolgte ein klarer Schnitt. Die alten Moralvorstellungen und tradierten Rollenbilder blieben gleichwohl intakt. Und spätestens in den 60er Jahren erkannten Staats- und Parteiführung die Nützlichkeit der konfuzianischen Morallehre für den eigenen Machterhalt und für die Etablierung und Legitimierung eines totalitären Systems. Immer häufiger verwendete die Propaganda konfuzianische Begriffe wie Tugend und Loyalität. Nunmehr sollte die Pflicht der kindlichen Pietät, der offiziösen Herrschaftssprache folgend, dem Staat, der Partei und vor allem dem großen Führer Kim Il-sung gelten, dem selbsternannten Vater der koreanischen Nation.
die Wirkmächtigkeit des Konfuzianismus als 1000 Jahre alte Moral- und Regierungslehre erklärt den vormodernen feudalistischen Charakter von Politik, Staat und Gesellschaft. Und sie erklärt auch den propagandistischen Erfolg in der Herausstellung der Kim-Dynastie, ja, und auch in der Durchschlagskraft der totalitären Juche-Ideologie. Ja, Juche, was ist eigentlich diese Ideologie? Für ein Verständnis grundlegend ist zu wissen, ist ihre Instrumentalisierung für Machtpolitik, Herrschaftslegitimierung und Propaganda. Juche half Kim Il-sung, sich gegen rivalisierende Fraktionen durchzusetzen. Juche ermöglichte die politische Abgrenzung gegen die Nachbarstaaten Sowjetunion und China. Und Juche legitimierte die Etablierung der Erbmonarchie der Kims. Die Juche-Ideologie legt hegemonial fest, was die Wahrheit ist, was die nordkoreanischen Menschen zu denken haben und wie sie sich zu verhalten haben. Nordkoreas rassebetonter Nationalismus erhält durch Juche seine definitive Form. Seit 1992 ist Juche alleinige Staatsideologie, während der Marxismus-Leninismus aus der Verfassung endgültig gestrichen wurde. Seit 2012 werden auch die verbliebenen Lenin-Statuen entfernt. In ihrem Ursprung postuliert die Juche-Ideologie die Prinzipien einer unabhängigen Wirtschaft, einer selbstbestimmten Innen- und Außenpolitik und die militärische Stärke als Leitprinzipien für nationale Souveränität und Unabhängigkeit. Konzeptionell im Mittelpunkt steht dabei der Mensch, nicht als Produkt der ökonomischen oder sozialen Umstände, wie im Marxismus, sondern als soziales Wesen, welches aber immer auch korrekter Anleitung und Führung bedarf, etwa um seiner angemessenen Rolle im Kampf gegen imperialistische Unterdrückung gerecht zu werden. Von dieser meines Erachtens höchst problematischen Grundannahme ist es dann nur noch ein kleiner Schritt zu der Juche ideologisch begründeten Forderung, der Einzelne habe sich vollkommen in das Kollektiv zu integrieren, er habe die Beziehung zum souveränen Führer als seine wichtigste soziale Beziehung anzuerkennen, er habe sich der politischen Führung zu unterwerfen und ihr gegenüber absolut loyal zu sein. In dieser Umdeutung der traditionellen konfuzianischen Lehre bilden Vaterland, Führer und Volk eine Schicksalsgemeinschaft, eine organische Einheit, die durch wechselseitige Liebe und Achtung zusammengehalten wird. Wie in einer Eltern-Kind-Beziehung schuldet das Volk dem Führer unbedingten Gehorsam, Liebe, Respekt und Loyalität. In dieser Vorstellung sind Gesellschaft und Staat nicht eine Übereinkunft von Individuen, sondern ein sozialer Organismus. Der einzelne Mensch findet nur als Bestandteil dieses Kollektivs seine Erfüllung und Verwirklichung. Juche ist quasi Staatsreligion Nordkoreas. Die Ideologie ist allgegenwärtig im Alltag. Schulen, Universitäten, Betriebe, Armee, Nachbarschaftseinheiten führen wiederkehrend verpflichtende Unterweisungen durch. Regelmäßige Selbstkritik in Reflexion der Juche-Maßstäbe ist verpflichtend. Die Kims mit ihren unterschiedlichen Führerattributen sind Objekt inständiger Verehrung. Also der große Führer Kim Il-sung, der liebe Führer Kim Jong-il und jetzt der oberste Führer Kim Jong-un. Sicherlich finden sich kollektive staatspolitische Ideen ähnlicher Provenienz auch in europäischen Traditionen und sie wurden ja auch in Europa teilweise umgesetzt. Der Unterschied besteht darin, dass in Europa immer auch alternative Gegenentwürfe präsent waren, zum Beispiel das Christentum oder die Tradition einer Bürgergesellschaft. All das fehlt in Nordkorea. Dahingehend sind die konfuzianischen Wertvorstellungen sehr geschickt und tiefgreifend in die Juche-Ideologie integriert. Nun zum politischen System. Oberflächlich betrachtet ähnelt das politische System Nordkoreas dem anderer Staaten. Es gibt eine Legislative, die oberste Volksversammlung, eine exekutive Regierung und ein System der Gerichtsbarkeit. Und wie in sozialistischen Staaten systemüblich bestimmt eine Partei die Leitlinien der Politik. In Korea ist das die Partei der Arbeit Koreas. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat aber drei Charakteristika, die in dieser Kombination sie einzigartig machen, nämlich die zentrale Rolle des Militärs,
die dynastische Staatsführung und eine totalitäre Herrschaftsausübung. Das Militär spielt politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich seit jeher eine zentrale Rolle. Die historischen und mythischen Wurzeln Nordkoreas liegen im Partisanenkampf Kim Il-sungs gegen die Japaner. Der Aufbau der Armee begann schon weit vor der Staatsgründung. Wohl keine Gesellschaft weltweit ist militärisch so straff organisiert wie die Nordkoreas. Stets galt auch das Mantra einer überlegenen, schlagkräftigen Armee zur Verteidigung von Souveränität und Vaterland. Mit knapp 1 Million Soldaten ist die koreanische Volksarmee die weltweit 5. größte Armee, zumindest nach Mannstärke. Hinzu kommen etwa 600.000 Reservisten, 3 bis 4 Millionen Menschen paramilitärische Einheiten. Und auch die Hardware-Ausstattung von Armee, Luftwaffe, Marine ist quantitativ beeindruckend. Das Material ist allerdings größtenteils veraltet und nur teilweise einsatzfähig. Bedrohlich und strategisch bedeutsamer sind die nördlich der Demarkationslinie stationierten Raketenwerfer und Artilleriewaffen, die minütlich den Großraum Seoul unter Feuer legen könnten. Und bedrohlich sind natürlich die Nuklearwaffen und die biologischen und chemischen Kampfstoffe. Es ist bemerkenswert, dass an 2 Wendepunkten der nordkoreanischen Geschichte, nämlich in den 60er und dann in den 90er Jahren nochmal, die Politik explizit entschied, dem Militär zulasten der zivilen Produktion und Versorgung die Priorität zu geben. Unter der Herrschaft von Kim Jong-il in den 90er und 0er Jahren erhielt das Militär exklusive wirtschaftliche Einnahmequellen, unmittelbare exekutive Entscheidungsrechte und eine ideologische Aufwertung. Die Politik des Military First wurde Juche verfassungsmäßig gleichgestellt. Kim Jong-un ging nun einen Schritt noch weiter und verlieh der nuklearen Bewaffnung Verfassungsrang. Die Tatsache, dass Kim Jong-un nicht nur Chef der Exekutive und Vorsitzende der Partei der Arbeit ist, sondern auch Oberbefehlshaber der Armee, zeigt, dass trotz ihrer herausgehobenen Stellung und auch der weitreichenden Befehlsbefugnisse des Militärs, das Militär eben nicht das entscheidende Machtzentrum ist. Die wichtigsten Entscheidungsträger neben Kim Jong-un selbst befinden sich in der Partei der Arbeit. Das Machtzentrum der Partei ist dabei aber nicht das Politbüro, wie es etwa in der DDR war oder in China heute, sondern die Abteilung Organisation und Führung, die dem obersten Führer zuarbeitet, aber ihm nicht unterstellt ist. Die Abteilung Organisation und Führung hat ganz entscheidende Befugnisse und Aufgaben. Sie steuert und filtert die Kommunikation von Kim Jong-un mit der Partei, der Armee und der Regierung. Sie ist verantwortlich dafür, dass die politischen Direktiven implementiert und umgesetzt werden. Sie ist die Schaltzentrale der Staatssicherheit. Sie verfügt auch über ein Dossier über praktisch jeden in Nordkorea und hält dafür ein weit verzweigtes Netz an Informanten, etwa ein Informant pro 50 Bürger des Landes. Sie mitunterzeichnet jede Personalentscheidung in Regierung und Armee und sie ist quasi das Hofamt der Familie Kim und als solches auch für deren persönliche Sicherheit verantwortlich. Interessanterweise ist die Position des obersten Direktors der Abteilung für Organisation und Führung das einzige Amt, das Kim Jong-un von seinem Vater nicht übernommen hat. Kim Jong-un hat damit zwar absolute Machtbefugnisse, aber die Macht muss er sich doch teilen, eben mit den Vizedirektoren dieser Abteilung. Gleichwohl nimmt Kim Jong-un aufgrund des Personenkultes und der Juche-Weihesprechungen in Nordkorea eine gottkönigartige Rolle ein. Faktisch sind die Kims Nachfolger der bis 1910 regierenden Joseon-Dynastie. Das Herrschaftssystem ist somit eine Synthese aus monarchischer Tradition, antiimperialistischem Nationalismus und umgedeuteten Konfuzianismus. Die Langlebigkeit der Kim-Herrschaft ist zweifellos erstaunlich. Es wäre aber naiv, diese Robustheit allein mit Konfuzianismus und Juche zu erklären. Ohne totalitäre Herrschaftsausübung hätten sich die Kims kaum so lange an der Macht halten können. Und in der Tat, die Demokratische Volksrepublik Korea weist alle bekannten Elemente des Totalitarismus auf und zusätzlich einige Besonderheiten. Erstens, wie bereits dargelegt, gibt es eine Ideologie mit alleinigem definitivem Wahrheitsanspruch. Zweitens erstreckt sich der Machtanspruch des Systems auf alle Lebensbereiche der Menschen.
beginnend bei den Masseorganisationen, Partei, Gewerkschaften, Jugendverbände, über die Betriebe, die Genossenschaften, Bildungseinrichtungen, der Armee bis hin zu den Nachbarschaftseinheiten und sogar zur Familie. So können die privaten Wohnungen jederzeit überraschend kontrolliert werden. Etwa, ob sich verbotenes reaktionäres Material dort befindet, ob die Menschen vielleicht ausländische DVDs besitzen oder auch, ob das Porträt des Führers auch ordentlich gepflegt wird und an der rechten Stelle an der Wand hängt. Die Menschen sind aufgerufen, in einer vorgeschriebenen roten Kladde regelmäßig Selbstkritik zu üben. Ob sie korrekt, jüdische ideologisch korrekt gedacht und gehandelt haben und auch, ob Freunde und Familie dieser Maßgabe folgen. Diese Selbstkritik ist dann Gegenstand der regelmäßigen Sitzungen in Nachbarschaftseinheiten. Drittens existiert in Nordkorea eine soziale Einteilung der Bevölkerung entsprechend der Loyalität gegenüber Führer, Staat und System. Grobeinteilung in die Kategorien loyal, zuverlässig, feindlich. Nach einer stärkeren Ausdifferenzierung gibt es 51 Klassen, wobei sich die Klassenzugehörigkeit aus dem politischen und sozialen Hintergrund der Vorfahren zur Zeit der Staatsgründung und aus der Systemtreue der Gegenwart ableitet. Die Klassenzugehörigkeit bestimmt über die Zuteilung von Wohnung, Nahrung, Medizin, Bildungswege, Karriere und Lebenschancen. Dieses System belohnt loyale Bürger, während es als unzuverlässig eingestufte Bürger schlechter stellt oder ausgrenzt. Hinzu kommt, niemand weiß genau, in welcher Klasse er oder sie eigentlich sind. Das ist alles unbestimmt, es ist ein Non-Thema, aber natürlich weiß auch jeder, dass es so ein System gibt. Viertens, eine genaue Kontrolle von Mobilität und Kommunikation. Reisen in Ziele außerhalb des eigenen Verwaltungsbezirks bedürfen einer administrativen Genehmigung. An Straßensperren und Zügen finden regelmäßig Kontrollen statt. Telefon und Internet sind selbstredend überwacht. Den über Nordkorea verstreuten Militäreinheiten ist die Kommunikation untereinander untersagt. Fünftens, ein Informationsmonopol des Staates. Der Zugang zu ausländischen Informationen und Medien ist bei hohen Strafen verboten, wie überhaupt jegliche Kontakte mit Südkorea oder dem Ausland untersagt sind. Alternative Sichtweisen zu der staatlichen Propaganda und zu den westlichen ideologischen Unterweisungen sind nicht zugelassen. Umgekehrt ist der Zugang von Ausländern in das Land stark beschränkt. Die Informationen, die dem Ausland über Nordkorea zugänglich sind, sind zwangsläufig gefiltert und geschönt. Und sechstens, das nach Hannah Arendt entscheidende Kriterium des Totalitarismus, der Terror. Das Regime terrorisiert durch willkürliche Verhaftungen, Folter, Misshandlungen, Versklavung und sogar öffentliche Exekutionen, die eigene Bevölkerung. Schon kleinste Äußerungen des Missfallens dagegen geht schon der Sicherheitsapparat entschlossen und brutal vor. Politische Verbrechen gegen die Ideologie oder das System werden mit schwerer Lagerhaft bestraft. Nach vorsichtigen Schätzungen werden gegenwärtig 80.000 bis 120.000 politische Gefangene, also nach dem Kriterien des Systems Unzuverlässige oder Opfer einer politischen Säuberung, Flüchtlinge, teilweise auch Christen, in vier gulagartigen Lagern dauerhaft festgehalten, wo sie Zwangsarbeit, Folter, Willkür und sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Anteilsmäßig entspricht dies etwa 0,5% der Bevölkerung, ein ähnlich hoher Wert wie im Stalinismus der 1930er Jahre. Es gibt in Nordkorea aber Besonderheiten. Das eine ist, in Nordkorea wird auch die Familie des politischen Straftäters mit interniert, und zwar in drei Generationen nach patriarchalischen Kriterien. Und der zweite Zusammenhang, der zweite Besonderheit ist, dass es gibt keine öffentlichen Schauprozesse. Vielmehr verschwinden die Leute heimlich, sie sind dann einfach weg. Die Ausnahme war der Schauprozess zu Chang Song-taek, der wegen seiner hervorgehobenen Rolle im Land halt nicht heimlich verschwinden lassen werden konnte.
Eine vom UN-Menschenrechtsrat beauftragte Untersuchungskommission hat nach Befragung von 300 Opfern, ehemaligen Offiziellen und anderen Zeugen und der Durchsicht zahlreicher Dokumente festgestellt, dass die Schwere, das Ausmaß und die Art der Menschenrechtsverletzungen einen Staat zeigen, der in der gegenwärtigen Welt seinesgleichen sucht. Angesichts des systematischen und ausgedehnten Charakters der Menschenrechtsverletzungen erfüllen die Taten den Strafbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie sind damit anklagefähig vor dem Internationalen Strafgerichtshof, wie es auch von der UN-Generalversammlung empfohlen wurde. Nun ein paar Worte noch zur Wirtschaft Nordkoreas. Sie haben noch Zeit. Ja. Müssen Sie sich nicht beeilen. Okay. Von dem außerordentlich tiefen ökonomischen Einbruch Anfang der 90er Jahre und der sich anschließenden Hungersnot mit 1 bis 3 Millionen Toten hat sich die Wirtschaft erst in jüngster Zeit erholt. Bis in die Gegenwart bleibt die Wirtschaft aber die Schwachstelle Nordkoreas. Es gibt mindestens vier grundsätzliche Probleme. Das sind erstens die systemischen Probleme von Planwirtschaften, ähnlich wie ehemals in der Sowjetunion und Osteuropa. Also es fehlen Marktpreise, die Knappheiten signalisieren. Es fehlen Anreize zum Arbeiten, Investieren und Sparen. Ressourcenverschwendung, niedriges Produktivitätswachstum und Innovationsschwäche sind systemisch angelegt. Zweitens ist Nordkorea de facto eine Kriegswirtschaft. Seit etwa 50 Jahren wird schätzungsweise jedes Jahr ein Viertel bis ein Drittel des Bruttosozialproduktes für Rüstung und Militär aufgewandt und damit dem zivilen Sektor entzogen. Drittens ist Nordkoreas Wirtschaft extrem abgeschottet. Die Chuji-Ideologie, die wirtschaftliche Unabhängigkeit oder gar Autarkie propagiert, hat grundsätzliche Vorbehalte gegenüber Auslandskapital, quasi dem Agenten einer kulturellen ideologischen Infiltration. Zu beobachten ist, dass Nordkoreas Außenwirtschaftsbeziehungen für die Geschäftspartner sehr oft in Verlusten enden. Auslandsinvestitionen und Joint Ventures werden enteignet oder die Investoren treten freiwillig den Rückzug an. Sonderwirtschaftszonen scheitern in der Regel. Quasi ausgeschlossen von der internationalen Arbeitsteilung verzichtet Nordkorea auf die volkswirtschaftlichen Gewinne aus der internationalen Arbeitsteilung. Die gegen Nordkorea verhängten Sanktionen verstärken diesen Effekt natürlich noch. Und viertens stehen ideologischer Pathos und kollektiv-ökonomischer Anspruch in Konflikt mit den Zielen wirtschaftlicher Entwicklung und Effizienz. Nordkoreas Wirtschaftsgeschichte ist voll von Beispielen, in denen das Ziel ideologischer Reinheit in Konflikt mit technischem und ökonomischem Sachverstand geriet. In den 60er Jahren etwa intervenierte die Cholima-Bewegung, das war die nordkoreanische Variante der maoistischen Roten Garden, in die Produktion und Planung. In den 80er Jahren wurden unsinnige, letztendlich scheiternde bauliche Großprojekte verfolgt, um den Olympischen Sommerspielen in Seoul 1988 etwas entgegenzusetzen. Unter Kim Jong-il wurde versucht, ab 2005 die aus der Not geborenen marktwirtschaftlichen Reformen wieder zurückzuführen. Im Jahre 2009 sollte durch eine Abwertung von Vermögen und Ersparnissen im Verhältnis 1:100 die Klasse der Händler und Spekulanten ausgemerzt werden. Die Beschäftigten der Staatsbetriebe erhielten gleichzeitig eine 100-prozentige Lohnerhöhung. Die logische Folge waren breite Versorgungsengpässe, eine galoppierende Inflation. Und erstmalig und bisher einmalig in Nordkoreas Geschichte wurde offen in weiten Kreisen Kritik an der Partei und Staatsführung geübt. Tatsächlich ist Nordkorea aber schon seit langem faktisch keine Zentralverwaltungswirtschaft mehr. Die große Hungersnot der 1990er Jahre hat das Vertrauen in die staatliche Nahrungsmittelverteilung definitiv gebrochen. Überleben kann man in Nordkorea nur, wenn man privaten Beschäftigungen nachgeht und auf freien Märkten sich versorgt. Das System verlangt zwar weiterhin die Präsenz am Arbeitsplatz, aber die offiziellen Löhne sind durch Inflation und Abwertung entwertet. Im Zuge eines spontanen Graswurzelkapitalismus wurde die landwirtschaftliche und industrielle Produktion entweder unter der Hand freien Märkten zugefügt oder
falls eine Person mit Einfluss dies in die Hand nahm, richtiggehend privatisiert. Zusätzlich zu ihren originären Aufgaben begannen Regierungsbehörden, Kombinate und Genossenschaften mit privatwirtschaftlichen Aktivitäten. Mit dem Zusammenbruch der öffentlichen Versorgung und des Systems der Zentralverwaltungswirtschaft hat auch die Korruption auf breiter Ebene bis tief in das Herrschaftssystem Einzug gehalten. Alles ist inzwischen käuflich. Genehmigung für Marktstände, Transportgenehmigungen oder überhaupt Transporte, Geschäftsbeziehungen und selbst die Einstellung der Strafverfolgung, auch käuflich ist auch der Geldtransfer ins Ausland oder auch die Flucht nach China. In Nordkorea hat ein darwinistischer Kapitalismus Einzug gehalten, der aber immerhin den Menschen das Überleben ermöglicht. Unter Kim Jong-il wurde diese Entwicklung vom Regime mehr oder weniger widerwillig akzeptiert, nach 2009 zumindest. Man fürchtete aber, dass das kapitalistische Wirtschaften die machtpolitischen Grundlagen des Systems erodiert. Kim Jong-un ist sehr viel aufgeschlossener. Seine Doppelstrategie, Pyongyang, verfolgt parallel das Ziel der wirtschaftlichen Modernisierung und der atomaren Aufrüstung. Sicherlich entstehen für das System mit dem Kapitalismus auch strategische Chancen der Einnahmenerzielung, der Kontrolle und der Begünstigung. Aber der Grundwiderspruch heute in der Demokratischen Volksrepublik Korea ist unauflöslich. Auf der einen Seite steht ein totalitäres Herrschaftssystem, auf der anderen Seite eine Wirtschaft und Gesellschaft, die sich dynamisch verändert und sich im Sinne kapitalistischer Praktiken modernisiert. Ich komme nun zu dem Punkt nukleare Abschreckung und Bedrohung. Die Grundfrage, die man sich stellen sollte, warum strebt Nordkorea nach Atomwaffen? Ich sehe zwei Gründe im Kern. Und zwar der erste Grund, den Nordkorea auch selbst nennt. Konsistent hat Nordkorea mehrmals beteuert, die Nuklearwaffen dienen dem eigenen Schutz und der Abschreckung vor möglichen amerikanischen Angriffen. Nordkorea und die USA haben 1950 bis 1953 einen brutalen Krieg geführt. Es gibt bis heute keinen Friedensvertrag, lediglich ein Waffenstillstandsabkommen. Und das Schicksal von Muammar al-Gaddafi und Saddam Hussein hat aus nordkoreanischer Sicht klar gemacht, was mit Regimen passiert, die ihre Atomwaffenprogramme aufgeben. Außerdem kann sich natürlich Nordkorea im Dialog, in Verhandlungen mit den USA durch die Nuklearwaffen Gleichrangigkeit erhalten. Daneben gibt es aber auch eine innenpolitische Dimension. Im hegemonialen Bedrohungsdiskurs gelten die Nuklearwaffen als einzig angemessene Option, um Nordkorea vor dem Verlust der Souveränität und einer erneuten Kolonialisierung zu bewahren. Damit wird die hervorgehobene Rolle des Militärs gleichsam legitimiert. Und um im Konflikt mit den USA kann sich das nordkoreanische Regime als Lord-Siegelbewahrer der Nation profilieren und die repressive Natur des Regimes begründen. Die potenziell systemdestabilisierende kapitalistische Transformation kann damit auch verzögert und besser kontrolliert werden. Ein dritter Grund, der vor allem in den USA oft genannt wird, ist, die Nuklearwaffen haben als Motiv die Erpressung des Auslandes. Und zwar für Hilfslieferungen, Energielieferungen, Wirtschaftsöffnung etc., aber auch dann politisch. Nordkorea kann nicht bedroht werden, wenn es selbst konventionell aggressiv ist, wie etwa 2010 mit dem Beschuss der südkoreanischen Insel Pyeongchang. Aber es kann auch letztendlich die Nuklearwaffen dazu instrumentalisieren, die USA aus der Region zu verdrängen, dazu erpressen, Südkorea zu verlassen. Ich sehe diesen Punkt auch, erkenne den auch an, aber das würde im Prinzip einem optimistisch machen gegenüber Nordkorea, da wenn es nur ein Punkt ist, über das Nordkorea verhandeln kann, dann kann man verhandeln. Wenn es aber ein innenpolitisches Motiv ist, wo es um den Systemerhalt geht, da sind die Verhandlungsmöglichkeiten begrenzt.
Die nächste Frage, die sich stellt, sind Nordkoreas Nuklearwaffen einsatzfähig? Nach Selbstauskunft des Regimes hat Nordkorea mit der am 28. November 2017 erfolgreich gestarteten Hwasong 15 Langstreckenrakete das selbstgesteckte Ziel, das gesamte Festland der USA mit Nuklearwaffen angreifen zu können. Unklar ist allerdings, ob Nordkorea über die Fähigkeit verfügt, einen raketenfähigen Atomsprengkopf zu bauen, wie weit die Hwasong 15 mit atomarer Nutzlast zu fliegen ist, in der Lage ist, und ob der für den Wiedereintritt in den Orbit notwendiger Hitzeschild, ob der ausreicht. In Washington wird befürchtet, dass in absehbarer Zeit Nordkorea auch diese Probleme in den Griff bekommen. Wäre Nordkorea bereit, Nuklearwaffen einzusetzen? In Bezug auf Nordkoreas konventionelle Kriegsführung galt bei Amerikas Militär stets die Einschätzung, dass Nordkorea in Erwartung eines Angriffes zu einem massiven Militärschlag auf den Großraum Seoul bereit sei. Diese Einschätzung könnte auch für die nukleare Kriegsführung gelten. Um einen amerikanischen Enthauptungsschlag oder einen groß angelegten Angriff wie etwa 1991 auf den Irak zuvorzukommen, würde Nordkorea die Bombe einsetzen. In der weiteren Diskussion würde ich zur Nuklearfrage dann auch noch weiter diskutieren. Ich möchte jetzt noch ein paar Punkte benennen. Was geht das alles Europa an? Und zwar ist Europa durch Nordkorea überhaupt betroffen? 5 Punkte dazu. Erstens militärische und verteidigungspolitische Implikationen. Und zwar theoretisch könnten Nordkoreas Interkontinentalraketen nicht nur das amerikanische Festland, sondern auch Europa erreichen. Allerdings ist Europa kein strategischer Gegner Nordkoreas und deshalb ist das wohl eher unwahrscheinlich. Aber ein ballistischer Angriff auf das Territorium der USA wäre ein NATO-Bündnisfall nach Artikel 5. Eine entsprechende Bedrohung der USA könnte bereits Bündniskonsultationen nach Artikel 4 erforderlich machen. Das gilt fürs Festland der USA, es gilt aber wohl nicht für Guam, was ja dem asiatischen Festland vorgelagert ist. Ökonomische Konsequenzen. Nordkoreas 3 Nachbarstaaten, China, Südkorea, Japan, bilden das wirtschaftliche Gravitationszentrum Asiens, wenn nicht der Weltwirtschaft insgesamt. Europa ist mit Nordostasien über Handel, Investitionen und Dienstleistungsverkehr sehr eng real- und finanzwirtschaftlich verflochten. Über dem Handel deutlich enger oder in absoluten Zahlen deutlich enger als mit Nordamerika. Ein Nordkorea-Krieg hätte unmittelbare Auswirkungen auf Handel, industrielle Lieferketten und auf die Finanzmärkte. Eine Weltrezession, vielleicht Depression sogar, wäre wahrscheinlich. Drittens, nukleare Proliferation und Nichtverbreitung. Die politische oder gar schon faktische Etablierung Nordkoreas als ballistisch bewaffneter Kernwaffenstaat würde der Proliferation von Nuklear- und Raketentechnologie einen Schub verleihen. Und zwar horizontal in Nordostasien. In Südkorea wird heute bereits von Oppositionspolitikern eine eigenständige nukleare Bewaffnung gefordert. Und dann in anderen Weltregionen könnte es zeigen, dass das Beispiel Nordkoreas gegen alle Widerstände der Nachbarstaaten und der Großmächte und auch im offenen Bruch eingegangener völkerrechtlicher Verpflichtungen aus dem NVV zum Kernwaffenstaat zu werden, das könnte halt Schule machen. Ich denke da vor allem an den Nahen und Mittleren Osten. Und im Worst Case könnte die Weitergabe nordkoreanischer Nuklearwaffen an zahlungswillige Nachfrager sein. Anzumerken ist, dass Nordkorea, anders als die Kernwaffenstaaten Indien, Pakistan und Israel, vormals Mitglied des Nichtverbreitungsvertrages waren, sich in der Periode der Zugehörigkeit zum Vertrag militärisch verwertbares nukleares Wissen und Kompetenzen verschafften und dann die Pflichten der Mitgliedschaft in flagranter Weise verletzt haben. Der nordkoreanische Ausbruch aus dem Nichtverbreitungsvertrag könnte also ebenfalls Schule machen.
Viertens, Implikationen für das transatlantische Verhältnis. Die Frage, wie die USA auf die nukleare Herausforderung Nordkoreas reagieren und wie die USA ihre Beistandsverträge mit Südkorea und mit Japan ausfüllen, wie sie ihre Verbündeten in ihre politischen Überlegungen und sicherheitspolitischen Entscheidungen einbeziehen, berührt unmittelbar auch das Verhältnis Europas zu den USA. Die in Südkorea, Japan, Taiwan gehegten Befürchtungen, möglicherweise von den USA im Stich gelassen zu werden oder ungewollt in einen Konflikt verwickelt zu werden, sind im Kern auch europäische Ängste. Fünftens, die Menschenrechtsverletzungen. Es besteht meines Erachtens eine moralische und politische Verantwortung Europas, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie sie in Nordkorea in einzigartiger Weise begangen werden, nicht zu tolerieren, das heißt auf fundamentale Verbesserungen hinzuwirken und begangenes Unrecht strafrechtlich zu verfolgen. Ein paar Punkte, was Europa denn tun kann. Und ich denke, das Wichtigste, das Entscheidende im derzeitigen Konflikt würde gar nicht Nordkorea betreffen, sondern den Iran. Wenn das Iran-Atomabkommen am Leben erhalten wird, so hätte das in Nordkorea eine bedeutsame Signalwirkung. Erstens, dass die USA ein ehrlicher Verhandlungspartner ist, der aus Verträgen nicht wieder ausschert. Und zweitens, dass es sich lohnen kann, eine Denuklearisierung durchzuführen, weil dann die Sanktionen aufgehoben werden und wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Zweitens, Sanktionen. Auch die EU hat Sanktionen gegen Nordkorea, die über die UN-Sanktionen hinausgehen. Hier kann sicherlich auch die EU mehr tun. Zum Ersten einen europäischen Konsens finden in der Umsetzung. Hier gibt es verschiedene Stimmen und Haltungen. Die Extreme sind Schweden, sehr liberal, und Frankreich sehr restriktiv. Es wäre aber auch die Möglichkeit, auf Drittländer, die Sanktionen unterlaufen, Druck auszuüben. Drittens, die Diplomatie. Als Mediator ist Europa sicherlich nicht geeignet, weil Europa nicht involviert ist und auch letztendlich nicht ernst genommen wird von den Akteuren. Aber Europa kann sehr viel tun als Standort von Verhandlungen, durch die Organisation von vorbereitenden, begleitenden Gesprächen, wie es derzeit in Stockholm unter Federführung von CIPRI bereits geschieht. Auch als Inspiration und Ideengeber aus der alten Erfahrung, die wir gesammelt haben im Ost-West-Konflikt. Durch möglicherweise finanzielle Beiträge, die Anreize für Nordkorea geben, wenn es mal aus der Nuklearisierung aussteigt. Und auch durch Überzeugung Chinas, die Sanktionen ernsthaft weiter zu verfolgen. Da hat Europa sicherlich mehr Glaubwürdigkeit in Peking als die USA. Ich würde auch dafür plädieren, dass Europa in der Menschenrechtspolitik das Thema auf der Agenda hält und nicht die Prioritäten einseitig auf die Sicherheitspolitik setzt. Und ich fände es auch gut, wenn Europa der Haltung entgegentritt, dass es sich in dem Nuklearkonflikt um einen bilateralen Konflikt zwischen Nordkorea und den USA handeln würde. Tatsächlich ist es ein Konflikt zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der internationalen Gemeinschaft. Ich danke Ihnen. Herr Hilbert, Sie haben ja zwischendurch immer mal wieder zur Seite geschaut und sich vergewissert, dass es keinen Druck gibt. Das, was Sie uns hier vortragen durch Hinweise auf Beschleunigung verringern zu wollen. Und ich denke, Sie haben sowohl an der gespannten Aufmerksamkeit als auch am Beifall gemerkt, auf welch großes Interesse das gestoßen ist, was Sie uns vorgetragen haben. Ich weiß nicht, wie es vielen in diesem Saal geht. Für mich ist so gerade ein Gefühl so des inneren Innehaltens und des Stockens ganz, ganz dominant. Man hat ja bestimmte Fragen im Kopf gehabt, als man darüber nachgedacht hat, machen wir eine solche Veranstaltung, welchen Zweck soll sie haben? Und
Ich habe verständlicherweise in Vorbereitung des heutigen Termins einiges noch mal gelesen zu Nordkorea. Allerdings ist es eben so, dass es noch mal einen völlig anderen Eindruck macht, wenn man dieses Set an Informationen, wie Sie es uns vorgetragen haben, in dieser Geballtheit bekommt. Und mich hinterlässt es mit einer großen Ratlosigkeit, muss ich sagen, was aber jetzt nicht Ausdruck dann für das weitere Prozedere in unserer Veranstaltung sein soll. Ich habe häufig Situationen dieser Art bei W-Forum, wo sich mir sofort Fragen aufdrängen. Das tut es hier auch, aber ich habe eigentlich das Gefühl, Sie haben uns so geballt mit Informationen versorgt, dass ich mir sehr sicher bin, dass aus dem Publikum heraus eine Menge Fragen und Informationswünsche kommen und vorhanden sind. Und ich finde, wir sollten gleich damit starten. Jeder, der das Wort bekommt, sollte kurz mit Namen und Hintergrund, wo er oder sie arbeitet, sich kurz vorstellen. Und es geht gleich los. Ja, Werner Kolloff, Journalist der Saarbrücker Zeitung, Korrespondent hier in Berlin. Zwei Fragen habe ich. In so einem System profitiert ja jemand, außer Kim Jong-un. Wie groß ist die Schicht derjenigen, die da versorgt werden? In welchem Umfang versorgen sie sich mit Privilegien, mit westlichen Gütern, mit Luxus? Oder wollen sie nur die Macht im Wesentlichen in diesem Ameisenstaat? Also gibt es auch das ganz billige Motiv sozusagen des Luxuslebens. Und die zweite Frage, wer rüstet Nordkorea mit dieser komplizierten Technik aus? Ist es Russland, ist es China und stecken dahinter aus Ihrer Sicht auch Absichten? Ja, zwei Fragen, Herr Kolloffs. Zunächst mal, es ist die Schicht der Zuverlässigkeit, also des inneren Kerns, also von den drei Klasseneinteilungen. Also, und das sind so ich würde mal schätzen, so 20% der Bevölkerung steht wirklich hinter dem Regime und vorsichtig gesagt 5% sind so der Kern der Elite. Das sind vor allem die Menschen, die in Pjöngjang leben. Das ist ja schon ein Privileg, dort zu leben. Dort ist die Versorgungslage besser und einfach die Möglichkeiten sehr viel weitgehender. Diese Gruppen sind natürlich auch unterschiedlich privilegiert, sowohl was sie an Macht haben, als auch an Zugängen zu Versorgungsgütern. Es gibt einzelne erfolgreiche Unternehmer, die sich inzwischen sogar Luxuswohnungen leisten können, mit Bediensteten, mit Sauna etc. Das ist inzwischen in Pjöngjang schon möglich. Aber in der Regel sind es einfach Leute, die sich besser über Wasser halten können, die halt aufgrund ihrer Privilegien die Möglichkeit hatten, die privaten Geschäftsmöglichkeiten, man kann auch sagen Bereicherungsmöglichkeiten, erlangt haben und damit in dem System gut überleben können. Das ist eigentlich in Nordkorea eine Rentiersgesellschaft geworden, wie es sie auch in vielen anderen Entwicklungsländern gibt. Aber auf diese Rentiersmöglichkeiten haben vor allem dann die Mächtigen Zugriff. Es gibt natürlich dann auch ein paar findige Händler, die von unten kommen, die es auch schaffen. Aber das sind eher wenige. Komischerweise gut privilegiert sind auch die etwa 10.000, 15.000 Chinesischstämmigen, die es in Nordkorea gibt, die vor allem im Norden leben. Sie können jederzeit über die Grenze gehen und sie haben natürlich dann auch die Kontakte nach China. Privilegiert ist natürlich auch das Militär. Nicht nur, weil sie so in der Verfassung und in der Ideologie eine hervorgehobene Rolle haben, sondern eben auch, weil sie besondere Einkunftsmöglichkeiten haben oder auch, weil das Militär hat dann die Möglichkeit, die Rekruten einzusetzen in der Bauwirtschaft. Und der Befehlshaber bekommt, der Kompaniechef verkauft praktisch seine Leute an eine Baufirma,
die zu ihrem normalen Sold dann eingesetzt werden. Und er bekommt dafür die Entlohnung. Wer rüstet auf? Das ist eine Debatte momentan. Wie hat es denn... Ich kann es nicht beantworten, muss ich sagen. Es ist ein großes Rätsel bei Raketentechnikern. Wie hat es Nordkorea so schnell geschafft, diese erfolgreichen Tests durchzuführen? In der Vergangenheit haben die USA, die Sowjetunion, aber auch Frankreich sehr viel mehr Tests benötigt, um erfolgreich zu sein. Und vermutet wird, dass da Wissen aus der Ukraine oder aus der Sowjetunion nach Nordkorea geflossen ist. Das wird natürlich vehement bestritten. Es kann aber auch sein, dass Nordkorea das selbst aufgebaut hat. Seit Anfang der 90er Jahre sind wohl eine ganze Reihe sowjetischer Raketen- und Nuklearwissenschaftler nach Nordkorea ausgewandert, die dann sehr viel Wissen mitgenommen haben. Und das wurde dann sukzessiv entwickelt. Und sie haben natürlich auch sehr viel eigene Fähigkeiten, teilweise mit Ausbildungen im Ausland, auch in Russland dann, in China, die dann eingesetzt werden. Also das ist ein großes Rätsel, wo es wirklich herkommt. Es ist nicht bekannt, dass irgendeine Nation, sei es Russland, sei es die Ukraine oder China, Nordkorea bei der Entwicklung geholfen haben. Eher umgekehrt, es hat wohl... oder was vermutet wird, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Iran und Nordkorea gibt. Das wird allgemein vermutet, aber mehr wohl nicht. So, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Wortmeldungen, zunächst auch stark konzentriert hier auf die rechte Seite. Ich will nur kurz darauf hinweisen, wir haben auch oben Mikros stehen, wer also möchte, kann von dort auch das Wort ergreifen. Und wir starten mit Ihnen. Wenn Sie vielleicht einen Schritt nach vorne tun würden zum Mikrofon, dann ist das für alle besser wahrnehmbar. Caroline Tunjay, ich bin Werkstudentin im Referat ZV3. Ich habe eine Frage zu den Informationen, die Sie haben. Sie haben ja angesprochen, dass es sehr, sehr schwierig ist, an Informationen über Nordkorea ranzukommen, gerade weil die Informationen sehr stark staatlich gesteuert werden. Mich würde interessieren, wie Sie innerhalb Ihrer Forschung an Informationen gelangen, wo diese Informationen herkommen und als wie richtig und wie vertrauenswürdig Sie die Informationen einschätzen. Danke. Ja, sehr gute Frage, weil verlässliche Informationen und Daten sind weitgehend nicht verfügbar. Seit den 60er Jahren gibt Nordkorea kein statistisches Jahrbuch mehr heraus. Es fehlen Daten zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, zur Handels- und Leistungsbilanz und Informationen zum Budget, zu Militär, Partei, Staatsführung sind nur rudimentär. Also bestenfalls bei der Vorstellung der obersten Volksversammlung, da wird einiges rausgegeben. Des Weiteren würde ich auch sagen, Auskünfte von Nordkoreanern sind meist nicht vertraulich zu erhalten und daher in aller Regel systemkonform. Systematische Befragungen sind gar nicht möglich und offizielle Verlautbarungen sind ja letztendlich Propaganda. Und es ist wahrscheinlich auch richtig, dass man skeptisch ist gegenüber Wissenschaftlern, die über Nordkorea berichten, weil es ja auch sehr schnell die Sanktionen kommen kann. Wenn man kritisch berichtet, wird man nicht mehr ins Land gelassen. Es gibt aber auf der anderen Seite eine sehr viel bessere Quellenlage heute als, würde ich mal sagen, vor 10 Jahren. Und zwar, das beruht darauf, dass erstens sehr viele Flüchtlinge befragt werden können, dass auch mehr Ausländer oder Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ins Land kommen, Diplomaten, die sich dann auch sehr viel ein eigenes Bild machen können. Ein Beispiel ist ja diese Untersuchungskommission, die vom Menschenrechtsrat initiiert wurde. Sie haben systematisch Flüchtlinge und Offizielle befragt, und die Ergebnisse der Befragungen dann auch gegeneinander abgewogen und halt nur das in einen Bericht genommen, wo er mindestens 3 valide Aussagen gab.
Was es weiterhin gibt, es gibt eine ganze Reihe Institutionen, die halt systematisch Befragungen bei Flüchtlingen oder bei Koreanern, die die Grenze überschreiten, in China durchführen. Es gibt inzwischen aufgrund der starken Korruption in Nordkorea auch die Möglichkeit, dann auch mal Befragungen von Nordkoreanern an anderen Nordkoreanern durchführen zu lassen. Und das in sehr systematischer Form. Da gibt es einige Websites, die die Ergebnisse dann veröffentlichen und dann zur internationalen Diskussion stellen. Und ich glaube, es gibt da auch eine ganze Reihe Wissenschaftler, die sehr solide und sauber arbeiten. Also ich würde hier nennen die Website 38 North, NK News, das Peterson Institute in Washington zu wirtschaftlichen Fragen, North Korea Economy Watch. Das sind eigentlich gute Quellen. So. Der Nächste sind Sie hier. Herr Hippert, mein Name ist Nikolai Sprekels. Ich leite eine NGO, die sich in Zusammenarbeit mit nordkoreanischen Dissidenten um Menschenrechte in Nordkorea kümmert. Als Menschenrechtler, Herr Hippert, vielen Dank, dass Sie die Menschenrechtsthematik so deutlich angesprochen haben. Das machen viele Experten nicht. Und in die Richtung zielt meine Frage ab. Wir haben durch diesen UN-Bericht ein glaubwürdiges Dokument über das Ausmaß der Menschenrechtsverbrechen in Nordkorea. Nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland eine Situation, wo Experten selbst im Fernsehen aufrufen, als Tourist nach Nordkorea zu fahren. Ein Modell, was Nordkorea zur Devisenbeschaffung nutzt. Und wir haben Interviews beispielsweise, wo sogar dieser UN-Bericht von Koreanisten in Frage gezogen wird, weil einer der Zeugen nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Können Sie sich erklären, woher diese Dissonanzen in der Berichterstattung über Nordkorea kommen? Ich würde mal sagen, die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea haben ein solches Ausmaß, dass wir uns das eigentlich nicht vorstellen können. Das ist also jenseits dessen, was eigentlich die menschliche Vorstellungskraft begreifen kann. Und zum Zweiten ist, es fehlen Bilder, die ja in unserer medialen Welt Menschenrechtsverletzungen dann präsent machen und dann zum Aufschrei der Entrüstung kommen. Und zum Dritten ist vielleicht auch eine Situation, wo es auch keine glaubwürdigen Vertreter von Opfern aus Nordkorea gibt. Also im Falle der Sowjetunion waren es Schachgroßmeister, Nuklearphysiker, Literaten, die alle sehr eloquent waren und ein glaubwürdiges, intellektuell tiefes Bild gegeben haben. Die nordkoreanischen Flüchtlinge sind oft Marktfrauen, älterer, aus relativ einfacher Schichtung, die sich nicht so gut ausdrücken können. Zum Teil sind es dann aber auch seit jüngerer Zeit Leute, die aus dem System kommen, die festgestellt haben, dass sie im Ausland einfach ein besseres Leben, mehr Freiheiten oder mehr Möglichkeiten haben. Es fehlt an Personen, an Gesichtern, die das System so darstellen, wie es ist und nicht. Und ich glaube, das ist unser Problem hier in Deutschland, weshalb wir diese schrecklichen Menschenrechtsverletzungen noch nicht so begriffen und erkannt haben. Also nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa. Das denke ich mal, ist der Hauptgrund. Es ist natürlich richtig, dass so mancher Nordkorea-Experte natürlich auch vor allem die Berichte oder auch die Dialoge mit Leuten aus dem System führt und in diesem Dialog verhaftet ist, vielleicht auch weiter diesen Dialog führen will und dadurch beeinflusst wird. Aber das mag sein in einzelnen Fällen. Ich möchte das nicht unterstellen, weil es sind, also die Menschen, die ich kenne, sind eigentlich integre Personen. So, wir machen hier auf der rechten Seite weiter. Ja, hallo, Felix Garten, Praktikant im Auswärtigen Ausschuss. Meine Frage zielt eigentlich so ein bisschen auf eine Einschätzung von Kim Jong-un. Und zwar würde ich gerne wissen, wie Sie seine Strategie einschätzen zu den neuen Öffnungen gegenüber den westlichen Mächten. Okay. Zunächst einmal, der,
der gesamte Prozess, den wir die letzten zwei Jahre beobachtet haben, ist in manchen Weise gar nicht so neu. Wir hatten das schon öfters. Nordkorea eskaliert eine Krise. Es gibt die Gefahr der Eskalation. Und in nüchterner Abwägung wird natürlich erkannt, dass eine Eskalation keine Lösung sein kann. Nordkorea ermüdet die Gegenseite mit immer neuen Eskalationen oder auch Äußerungen. Und dann lenken sie ein und beginnen eine Schamoffensive, ohne dann wirklich auch schon echte Zugeständnisse zu machen. Und das wird in der öffentlichen Wahrnehmung dann natürlich auch als Nordkorea dann positiv zugerechnet. Und im Weiteren kann Nordkorea auch damit rechnen, dass die ihm gegenüberstehenden Länder, also USA, Südkorea, China, vielleicht noch Russland, Japan, nie geschlossen gegen Nordkorea auftreten, dass dann in den Verhandlungen es dann Differenzen gibt, die dazu führen, dass sie ihr System stabilisieren können, dass sie etwas erreichen durch die Verhandlungen. Kim Jong-un hat ja schon jetzt erreicht, dass er diplomatisch aufgewertet ist. Er hat sich mit Xi Jinping getroffen, er wird sich mit Moon Jae-in treffen. Und wenn er sich denn mit Trump treffen würde, dann wäre das ein Erfolg, eine Aufwertung des Regimes, das sein Vater und sein Großvater nicht erreicht haben. Also schon allein das Treffen alleine wäre ein Erfolg. Das ist ein Muster, das ich jetzt wieder erkenne. Was der Unterschied ist zu früheren Zeiten, ist, dass es jetzt wirklich ernst ist. Da, wenn Nordkorea in der Lage ist, die USA interkontinental zu bedrohen, dann ist das eine ernstzunehmende Bedrohung für die USA. Und es ist nicht klar, wie die USA darauf reagieren werden. Durch eine Abschreckung oder wirklich durch Kriegsführung. Und das ist die große Sorge, die man haben kann. Also das, früher wäre ein Krieg auch möglich gewesen, aber dieser Krieg wäre beschränkt gewesen auf die koreanische Halbinsel. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und also die Eskalationsstufe ist einfach größer. Die Strategie von Kim Jong-un ist damit sehr, sehr ähnlich wie die in der Vergangenheit. Es ist einfach nur eine Eskalationsschraube höher, weil er jetzt wirklich über die Nuklearwaffen verfügt und nicht nur die Gefahr besteht, dass es mal so weit kommen kann. So, Sie sind der Nächste. Okay, Martin Rust, Abgeordnetenmitarbeiter hier. Ich habe drei kleine Fragen. Bei einer Öffnung oder gar einer Wiedervereinigung, ich weiß aus der Lektüre, und Sie haben es auch angedeutet, in Nordkorea existiert eine Gesellschaft der Denunziation bis in die Familie, bis in die Lager hinein. Da gibt es ja schauerliche Berichte, dass sich in den Lagern auch die Kinder, die Eltern denunzieren und so weiter. Und bei so einer Öffnung, was würde in einer solchen Gesellschaft passieren, wenn all diese Dinge rausgehen? Wir haben ja nicht in diesem Ausmaß, aber Vergleichbares in Europa. Dann auch die Frage, wiederum vorausgesetzt bei einer Öffnung oder bei einer Wiedervereinigung, Selbstmorde. Bei einer informationellen oder kommunikativen Öffnung. Das heißt, wenn die Menschen in Nordkorea erfahren, wie die Welt wirklich ist. Mit wie viel Selbstmorden rechnen Sie? Wir hatten etwa 2000 Selbstmorde nach der Wiedervereinigung in der DDR in den Jahren 1990, 1991. Wir hatten natürlich auch Selbstmorde in 1945 und Folgendes. Also was schätzen Sie da in dieser Richtung? Und dann natürlich überhaupt, hat Südkorea generell ein Interesse an einer Wiedervereinigung, an den damit auf Südkorea ohne Zweifel zukommenden Belastungen, sowohl in psychosozialer wie auch in ökonomischer Hinsicht? Danke. Ja, das ist natürlich etwas, über das man nur spekulieren kann, was es an menschlichen
Konsequenzen bedeutet, wenn die Informationsbarrieren aufgehoben werden oder wenn es dann wirklich zu einer Öffnung, zu einer Wiedervereinigung kommt. Es gibt auf jeden Fall enorm viel Spannung und Hass in der nordkoreanischen Gesellschaft. Allein weil ja Denunziation ja jetzt nicht nur Verlust des Arbeitsplatzes oder sowas ist, sondern es ist ja wirklich Verlust des Lebens oder auch wirklich unglaubliche Schicksale, nicht nur für eine Person selbst, sondern auch für die Familie. Da wird es wahrscheinlich schon zu Vergeltung kommen. Und das ist wiederum etwas, was wohl auch das System jetzt stabilisiert, weil die Elite weiß, wir können nicht einfach abtreten. Und das, inwieweit es zu Selbstmorden kommt, da möchte ich auch nicht spekulieren. Nordkorea ist jetzt nicht eine Gesellschaft wie die japanische, in der Selbstmord ritualisiert weit verbreitet war und ist. In Japan heute eigentlich auch nicht mehr so stark. Aber es ist so dieser Opfermythos, der ist sehr stark verbreitet. Deshalb ist das Land auch sehr im Süden sehr stark christlich geprägt. Muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt. Ich möchte über diese menschlichen Konsequenzen möchte ich eigentlich nicht groß spekulieren, weil es betrifft nicht nur Nordkorea selbst, es betrifft natürlich auch das Verhältnis Nord und Süd. Wir haben in Deutschland auch ein Verhältnis Ost und West, das bis heute nicht im Reinen ist. Aber wie stark wird das im Norden und Süden sein? Weil wenn man sich einfach überlegt, dass die Menschen im Norden im Durchschnitt 10 bis 20 Zentimeter kleiner sind als die im Süden, weil sie sich einfach nicht so gut ernähren können. Und das Missgeschick, im Norden geboren zu sein und nicht im Süden, ist halt doch ein ganz fundamentales. Und die Menschen des Nordens werden da eine Entschädigung vom Süden wollen. Und die im Süden werden sich sagen, ja, was habe ich damit zu tun? Und ich glaube, das komme ich jetzt zu Ihrer zweiten Frage. Will Südkorea überhaupt noch die Wiedervereinigung? Ich glaube, da ist das Land gespalten. Die ältere Generation würde es wahrscheinlich größtenteils wollen. Die mittlere Generation, die jetzt mit Moon Jae-in auch an den Schaltstellen der Macht sitzt, würden die Wiedervereinigung auch wollen, aber nicht abrupt, sicherlich nicht nach deutschem Vorbild, sondern stufenweise herangeführt, um die sozialen und ökonomischen Verwerfungen, die es dann im Süden auch geben wird, möglichst zu vermeiden oder abzumildern. Und ich glaube, die ganz Jungen, die wollen mit dem Norden gar nichts mehr zu tun haben. Das hat man jetzt auch gemerkt während den Olympischen Spielen. Da waren die jüngeren Leute doch sehr, sehr skeptisch und kritisch. Gerade auch das, was Sie erwähnt haben mit der gemeinsamen Eishockeymannschaft, das war sehr umstritten, weil es hat natürlich bedeutet, dass viele südkoreanische Eishockeyspielerinnen, die sich seit Jahren auf dieses Event vorbereitet haben, einfach aus der Mannschaft gestrichen wurde. Und die geblieben sind, deren Chancen sind natürlich gesunken, weil in dieser gemischten Mannschaft, die vielleicht eine Woche Vorbereitungszeit hatte, gemeinsam zu trainieren, keine Chancen, die sind untergegangen. Also und warum soll, das ist auch eine Frage, warum kann der Staat in sowas eingreifen? Es widerspricht individuellen Rechten. Herr Risses, der Nächste. Ja, vielen Dank. Unter den Eskalationsszenarien, die gelegentlich ja auch in den Medien diskutiert werden oder zumindest erwähnt werden, taucht ja bisweilen auch die Idee auf, in Nordkorea einen Regimewechsel herbeizuführen, durch wie auch immer gearteten Druck von außen. Nun haben Sie ausgeführt, dass Sie die Anzahl der das System, sagen wir mal, aktiv positiv Unterstützenden in der nordkoreanischen Bevölkerung, wenn ich es richtig notiert habe, wäre ungefähr 20% ansetzen. Andererseits, also 20% ist nun eigentlich im Grunde genommen nicht so fürchterlich viel, könnte man sagen. Andererseits haben Sie aber auch das Bild einer vollkommen durchideologisierten und das über Jahrzehnte hinweg durchideologisierten Gesellschaft gezeichnet, die alleine schon mangels irgendwelcher wirksamer Außenkontakte im Grunde genommen das Denken in alternativen Herrschaftsstrukturen wohl weitgehend verlernt haben dürfte.
Vor dem Hintergrund meine Frage, mal unabhängig von der tatsächlich gegebenen Möglichkeit, einen solchen Regimewechsel überhaupt herbeizuführen, unterstellt, es gäbe diese Möglichkeit. Wie würden Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass er innerhalb der nordkoreanischen Bevölkerung eine hinreichende Unterstützung finden würde, um überhaupt gelingen zu können? Das ist eine sehr hypothetische Frage, schwer zu beantworten. Es gibt, also wo ein gewisses Denken in Alternativen in Nordkorea wohl gibt, das ist so im Nordosten an der chinesischen Grenze. Da gibt es doch etwas mehr Kontakte nach außen und das war immer sehr fern von Pyongyang. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich so sehen, wie Sie es angedeutet haben. Die Menschen kennen nur die Propaganda, sind mit ihr groß geworden. Das ist eine zweite Haut und eine zweite Natur. Und wenn Nordkorea angegriffen wird, wird Nordkorea wahrscheinlich dann auch verteidigt werden bis zum untersten Rekruten. Allerdings bröckelt das System doch etwas im letzten Jahr. Also gerade durch die Korruption, auch durch die zunehmende Präsenz von südkoreanischen Medien, also südkoreanische Soap-Operas, Filme. Wird also doch zunehmend bekannt, dass Nordkorea nicht das Schlaraffenland der Glückseligkeit ist, sondern dass wie rückständig und wie arm wie armselig man in Nordkorea lebt, das verbreitet sich zunehmend. Aber ob das sich jetzt schon in einer Kriegsführung so niederschlagen würde, dass die Leute dann überlaufen oder nicht mehr kämpfen werden. Ich bezweifle das. Also eine Herausforderung des Regimes, glaube ich, wird nicht von unten kommen. Wenn, dann kommt es durch eine Zerstrittenheit in der Elite selbst. So, dort geht's weiter. Bernhard Kunkler aus dem Wissenschaftlichen Dienst der Verwaltung des Deutschen Bundestages. Meine zwei Fragen sind gerade großteils beantwortet worden. Ich würde da direkt nochmal anschließen. Sie sagten jetzt, es müsste eine solche Veränderung aus der Elite kommen. Bestehen Erkenntnisse darüber, oder andersrum, ich habe mehrere Dokumentationen über Nordkorea gesehen, in denen ziemlich deutlich dargestellt worden ist, dass diese Indoktrinierung über Jahrzehnte hinweg im Prinzip eben sehr breite Bevölkerungsschichten erfasst hat. Und mich würde interessieren, gibt es Erkenntnisse darüber, ob in den jetzigen Staat tragenden Elite die Indoktrinierung so angekommen ist, dass da überhaupt darüber reflektiert werden kann, dass die möglicherweise falsch ist? Also denkt die Elite tendenziell eher das in der Kategorie eines Machterhaltsmechanismus? Oder ist man dort vielleicht sogar bis in die allerhöchste Spitze davon überzeugt, dass das, was der eigene Vater und Großvater an Doktrin ausgegeben hat, tatsächlich auch richtig ist und man sich also quasi gar nicht anders orientieren kann? Also ich vermute schon, dass es in der Elite doch große Skepsis gibt. Es gibt ja doch eine ganze Reihe Nordkoreaner, die waren mal im Ausland. Die sind zum Teil auch im Ausland ausgebildet. Oder die sind als Arbeiter ins Ausland gegangen. Die wissen, dass es auch anders sein kann. Es gibt auch heute zunehmend Möglichkeiten, sich zu informieren aus dem Ausland. Also das sind die genannten Filme, aber auch ganz praktische Dinge, wie wenn es darum geht, in Märkten etwas zu verkaufen, dann sind die Informationen aus dem Auslandsfunk sehr zuverlässig, wann denn Hilfslieferungen kommen. Und das wird natürlich die Preise beeinflussen. Also hört man das und kann sich darauf einstellen. Also dieser Informationskontrolle, die noch etwa bis Mitte der 90er Jahre rigoros funktioniert hat, geht heute nicht mehr. Das ist offen. Und die Nordkoreaner sind ja gut ausgebildete Menschen. Das Bildungssystem funktioniert gut. Die sind intelligent. Die können Wissenschaft betreiben. Die verstehen schon, dass es da Defizite im eigenen System gibt. Was es aber nicht gibt, ist, dass darüber eine Debatte stattfindet, weil jeder misstraut jedem. Und
da. Und das ist vielleicht auch etwas, worauf man als Außenstehender kein Wissen haben kann. Was denken diese Eliten und wie vernetzen sie sich, wie handeln sie? Das wusste man im Westen auch nicht, wie in den 80er Jahren die Elite in der Sowjetunion gedacht hat über diese Fragen. Da hat es auch sicherlich Gedanken und Diskussionen gegeben, aber niemand wusste das und man kann nicht in die Köpfe reinschauen. Gut, wir arbeiten uns weiter vor hier in dem inneren Ring. Ja, vielen Dank. Ina Getschmann, ebenfalls Wissenschaftliche Dienste, Referat Völkerrecht. Meine beiden Fragen gehen so ein bisschen in die Zukunft. Und zwar jetzt einerseits das Treffen, was Sie im Mai zwischen Trump und Kim Jong-un erwähnt haben, ob man da realistischerweise irgendwas erwarten kann. Also wird das nur eine Bühne für beide Parteien sein oder kann man da irgendwelche Fortschritte, Inhalte oder Sonstiges erwarten? Und die zweite Frage richtet sich zur Nuklearfrage, ob Sie sich irgendein Szenario in mittlerer, naher Zukunft vorstellen können, dass Nordkorea wieder zurückbewegt werden kann, zum NVV beizutreten und damit in eine gewisse Tendenz zur Abrüstung oder vielleicht zur Befriedung oder ja. Eintritt. Genau. Ja, zwei sehr gute Fragen. Erwartungen zum Trump-Gipfel. Das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber wäre es nicht Trump, hätte ich keine Erwartungen. Weil es spricht alles dagegen, dass sich die beiden Seiten einigen. Unter Denuklearisierung versteht Nordkorea sicherlich was anderes als das, was die USA wollen. Nämlich die vollständige, verifizierbare, unumkehrbare Denuklearisierung. Und Nordkorea wird diese Forderung dann nicht nur auf sich selbst beziehen, sondern auch den Amerikanern vorhalten. Also keine nukleare Bedrohung mehr. Und zweitens möglicherweise Abzug der Truppen aus Südkorea. Selbst wenn Nordkorea sich zu einer Denuklearisierung bereit erklären würde, wir wissen ja aus den etwa aus den Iran-Verhandlungen, wie unendlich kompliziert das ist. Wie lässt sich das verifizieren? Welche internationalen Inspekteure sind im Land? Die Möglichkeit eines unerwarteten Besuchs oder Untersuchung von verdächtigen Einrichtungen ohne Vorwarnung, all das muss gegeben sein. Und kann man das erwarten, dass Nordkorea sich zu so etwas zustimmt? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also insofern sehr, sehr skeptisch. Auf der anderen Seite, in den USA ist ein Präsident, der ist unberechenbar. Er hat keine Bindung an Südkorea. Also er könnte durch, also ich würde ihm zutrauen, dass er sagen würde, ja, gehen die Amerikaner halt aus Südkorea raus. Das hat er ja im Präsidentschaftswahlkampf auch schon einmal gesagt. Und dann helfen wir ihnen, Atomwaffen zu bauen. Also eine solche Haltung würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber dann ist auch die Frage, das ist etwas, das kann dann vielleicht ein Präsident doch auch gar nicht alleine entscheiden. Da gibt es auch einen Kongress und republikanische Abgeordnete, die dem entgegenstehen würden. Also insofern, man muss eigentlich sehr skeptisch sein gegenüber diesem Gipfel. Vorstellbar wäre vielleicht, die alleroptimistischste Variante, dass man sich einigt auf einen Prozess der gegenseitigen Annäherung und Denuklearisierung. Das heißt, das, was auch die Nordkoreaner wollen, sie möchten aus dem Waffenstillstandsabkommen einen Friedensvertrag. USA sollten eine Botschaft in Pyongyang errichten, gegenseitige Anerkennung, Aufhebung der Sanktionen. Und dafür ist sicherlich Nordkorea auch bereit, in der Denuklearisierung gewisse Schritte zu gehen, bis hin zur internationalen Aufsicht, wie es das bereits schon in den 90er Jahren ja geschehen ist. Also das wäre die optimistischste Variante. Kritisiert wurde ja Trumps Zusage, sich mit Kim zu treffen, schon dahingehend, dass halt dieser,
dieses Gipfeltreffen ja schon der Preis ist, den Nordkorea eigentlich haben wollte. Das hätte eigentlich am Ende stehen müssen und nicht am Anfang. Und insofern hat Trump seinen Trumpf schon aus der Hand gespielt. Es war noch eine zweite Frage. Moment, das habe ich. Ja, die haben Sie jetzt in einem beantwortet. Also sowohl Ergebnisse, die man erwarten kann aus dem Gipfel und die Zukunft, ob man eventuell in irgendeinem denkbaren Szenario Nordkorea zum NVV wieder bewegen kann, zum Beispiel. Ja, wenn es eine Rückkehr geben könnte, dann müsste das halt wirklich das wäre etwas über Dekaden. Also da müsste dann auch der Nachfolger von Donald Trump müsste diese Vereinbarung halt mit übernehmen und Amerika müsste sich daran wohl festbinden. Es wäre so etwas sowas Ähnliches wie 1994 das Framework Agreement mit Bill Clinton, aber das ist ja nie ratifiziert worden vom Kongress und der republikanische Kongress hat das immer unterlaufen und beim Nachfolger von Clinton war es vorbei. So, jetzt mein Gegenüber. Ja, Wolfgang Müller-Seedorf, ich bin Referent für Sicherheit und Verteidigungspolitik bei den wissenschaftlichen Diensten im Referat WD2. Herr Dr. Hilpert, Sie haben ja umfassend das politische System beschrieben in Nordkorea. Sie sind dabei nicht eingegangen auf das Komitee für Staatsangelegenheiten. Das Komitee für Staatsangelegenheiten hat ja 2016 eine Umbenennung erfahren. Es hieß vorher Nationale Verteidigungskommission. Kennen Sie Hintergründe über diese Umbenennung? Bedeutet diese Umbenennung vielleicht, dass sich Nordkorea weniger militärisch geben möchte auf internationalem Parkett? Oder bedeutet diese Umbenennung vielleicht sogar, dass Kim Jong-un dem Militär Macht nehmen möchte? So habe ich das verstanden. So habe ich das interpretiert, dass das ein Teil der Machtkonsolidierung von Kim Jong-un war. Sein Vater hat sich ja sehr stark auf das Militär gestützt. Er hat dem Militär Macht genommen. Also, und da ist halt diese Umbenennung ein Teil davon. Er hat auch beispielsweise militärische Betriebe, die unter militärischer Hand standen und für das Militär Einnahmen erzielt haben, das hat der Militär weggenommen und dann unter Obhut der Regierung gestellt. Und so sehe ich eigentlich auch diese Umbenennung. Dass das Militär nicht mehr im Titel ist, ist ja so eine Art Degradierung. So. Benjamin Niemeyer, Büroleiter Lothar Mayer von der AfD. Ich wollte fragen, ob dieses Atomwaffenprogramm nicht eigentlich auch eine Art der Wirtschaftsförderung ist. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Staatschef gut ausgebildet ist und rational denkt. Wenn diese Atomwaffen jetzt bestehen, dann ist Nordkorea ja faktisch unangreifbar. Somit hat er es nicht mehr nötig, ein Militär aufrechtzuerhalten, was ein Drittel des Bruttosozialprodukts kostet. Somit kann das Militär jetzt stark verkleinert werden und so werden sehr viele Arbeitskräfte frei. Also Frage, ist das eigentlich eine Art der Wirtschaftsförderung und somit die Garantie, dass diese Atomwaffen niemals abgeschafft werden? Das kann man so sehen, ja. Und damit würde auch zusammenhängen, dass die Rolle des Militärs insgesamt gestutzt wird. Das Nuklearprogramm, das ist also... Das wird auch straff direkt geleitet von Kim Jong-un und der Abteilung für Organisation und Führung. Und damit lassen sich Investitionen in militärische Hardware reduzieren. Dass weniger Menschen im Militär sind, das glaube ich jetzt erstmal nicht, weil diese Leute können ja, wie ich es vorhin schon auch gesagt habe, die können ja dann billig ausgebeutet und eingesetzt werden. Also das eher wohl nicht. Also sie werden die Wehrpflicht nicht abschaffen. Man kann es so interpretieren als praktisch kostengünstige Alternative für eine konventionelle Bewaffnung. Allerdings, das, was
was ja Südkorea so stark bedroht, diese Raketenwerfer und die Artillerie, die also nördlich der Demarkationslinie tief im Fels eingegraben ist und minütlich zuschlagen kann, das werden sie natürlich halten. Und wohl auch diese Einheit der Sondereinsatzkräfte, das sind so Art Marines, die hinter den feindlichen Linien alles sabotieren und zerstören können und wirklich gut ausgebildet sind. Also das sind so die, dieser Kern wird wohl bleiben, aber diese Menge an Panzern und Lastwagen, da kann Nordkorea sicherlich sparen. Aber ob das jetzt das Motiv ist, ich weiß das auch nicht. Darüber gibt es ja keine Informationen. So, irgendwo da hinten rechts ist ja. Noch eine, ja. Hallo, Nora Becker, Praktikantin im Finanzausschuss. Ich hätte eine Frage zum Konfuzianismus, den Sie als geistliche Grundlage bezeichnet haben. Der ist ja relativ theoretisch eigentlich. Mich würde interessieren, inwieweit der wirklich in der Bevölkerung verankert ist, noch verankert ist, ob es eher um so eine Art Mentalitätsbeschreibung dabei geht oder ob der wirklich in den Schulbüchern etc. eine tatsächliche Rolle spielt, also wie das Wissen einfach darüber weitergegeben wird, ob das konkretes Wissen ist oder eher eine Gefühlslage etc. Ja, das ist weniger, also in der Bevölkerung ist es weniger Wissen, als ist es Tradition und Verhalten. Also die Kinder haben die Eltern zu ehren und ihnen zu gehorchen, auch wenn die Eltern vielleicht selbst falsch liegen oder auch nicht auch vielleicht Defizite haben. Aber es ist immer noch der Vater und da gibt es keinen Widerspruch. Und das Verhältnis zwischen Untertan und Herrscher ist auch so und das der Frau zum Mann im Prinzip auch so. Das ist Tradition. In Südkorea ist diese Tradition zum Teil gebrochen, aber auch nur zum Teil. Aber in Nordkorea ist es im Prinzip ist das unverändert. Das ist wie im 19. Jahrhundert. Also es ist weniger eine theoretische Philosophie als vielmehr eine Lebensweise, eine Haltung. So, Sie dürfen gleich. Guten Tag. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Mein Name ist Jonas Guss aus dem Büro Ulrich Lechte, Auswärtiger Ausschuss. Meine Frage zielt darauf ab, beziehungsweise ich würde ganz gern von Ihnen wissen, wie die unterschiedliche Interessenslage ist in Bezug auf Nordkorea von den einzelnen Groß- bzw. Regionalmächten, also von China, den USA, wie auch Japan und den einzelnen Akteuren an sich, Süd- und Nordkorea. Danke. Ja. Das ist jetzt eine sehr umfangreiche Frage. Also zunächst, die USA sind Garant der Pax Americana im asiatisch-pazifischen Raum und als solches seit 1945 da auch praktisch der letztendliche Garantie, dass für Freiheit der Seewege, für Handel, für kapitalistisches Wirtschaften und wird für diese Funktion natürlich auch von allen Seiten einschließlich Chinas geschätzt. Aber sie sind natürlich der Hegemon. Nordkorea ist da der einzige Herausforderer. Die USA sind auch Bündnispartner von Korea und von Japan. Sie haben an der Seite Koreas in dem Koreakrieg gekämpft. Es gibt keinen Friedensvertrag und als solchen sehen sie sich auch noch als Kriegsgegner Nordkoreas. Also für die USA geht es im Prinzip in erster Linie darum, die nukleare Bedrohung aus der Welt zu schaffen, eine Proliferation möglichst zu verhindern und dann die Sicherheit und Stabilität Südkoreas zu gewährleisten. Wie sich dann Südkorea in einer Wiedervereinigung entscheidet, offizielle Diktion Washington ist, das ist deren Sache, wir unterstützen es. Inoffiziell ist es natürlich so, dass sie auch ihre Vormachtrolle in der Region halt dadurch nicht gefährden wollen. Was man vielleicht noch hinzufügen muss, die USA sind auf Nordkorea als Feind natürlich aus der militärischen Geschichte her sehr stark fixiert und sehr viel misstrauischer, als wir es jetzt sind in Europa. Das ist einfach eine ganz andere Tradition und Haltung.
Japan ist weitgehend auf der amerikanischen Seite, hat da noch einige andere Dinge. Sie haben auch keinen Friedensvertrag mit Nordkorea. Sie werden auch Reparationen an Nordkorea noch zu zahlen haben. Und auf der anderen Seite hat Nordkorea Japaner entführt. Und diese Entführungsfragen sind noch nicht geklärt. Aber Nordkorea hat nicht nur Japaner entführt, sondern auch Chinesen und vor allem sehr viel Südkoreaner. China. Chinas Haltung sind die drei Neins. Keine Destabilisierung, kein Krieg, keine Nuklearwaffen. Und das Problem in dieser Haltung ist, dass diese drei Neins sich widersprechen können oder die Frage ist, wo ist die Priorität? Traditionell war die Priorität immer keine Destabilisierung, was ein Codewort dafür ist, Nordkoreas Existenz muss gesichert werden, auch wenn die anderen drei, selbst wenn wir dafür Nuklearwaffen in Kauf nehmen müssen. Und diese Priorität, meine ich, existiert immer noch. Aber sie haben Nordkorea natürlich in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass die Beziehungen nicht gut sind, dass sie bereit sind, mit den Amerikanern und den Südkoreanern und Japanern gemeinsam Sanktionen gegen Nordkorea zu fahren und dass sie eine Denuklearisierung fordern. Natürlich fordert auch Russland die Denuklearisierung, bestrebt, diesen Konflikt um Nordkorea zu nutzen, um die eigene Positionierung im asiatischen Raum zu festigen und zu erweitern. Das heißt, sie bieten sich als Mediator an. Aber gleichzeitig haben auch das Ziel, die USA aus dem Raum ein Stück zu weit zu verdrängen und selbst eine stärkere Rolle zu spielen. Sie sind also nicht wirklich neutral. Sie haben auch ein Interesse, Nordkorea und via Nordkorea mit Südkorea stärker Handel zu betreiben, möglicherweise eine Pipeline zu legen, um Erdgas zu verkaufen, etc. Da gibt es auch wirtschaftliche Interessen. Ja, und Südkorea, steht an erster Stelle kein Krieg, Stabilisierung und Schutz vor den Bedrohungen. Und Bedrohungen hat Südkorea zweierlei. Erstens Bedrohung durch die Artillerie und die Raketenwerfer nördlich der Demarkationslinie und dann eben halt auch durch Nuklearwaffen, durch Chemiewaffen. Nordkorea hat immer gesagt, dass sie Südkorea nicht angreifen werden mit Nuklearwaffen, aber sie werden die amerikanischen Basen in Südkorea damit angreifen. Und das würde ja eigentlich schon reichen. Und die zweite Bedrohung, unter der Nordkorea steht, ist der ökonomisch-soziale Zusammenbruch Nordkoreas, was dann bedeuten würde, eine Wiedervereinigung, die das Land ökonomisch-sozial wahrscheinlich Südkorea kaum verkraften könnte. Sogar die relativ stabile südkoreanische Demokratie wäre vielleicht gefährdet. Also das ist die zweite Bedrohung, vor der Südkorea steht. Und Südkorea hat dann zusätzlich noch das Dilemma, dass sie sich nicht wirklich auf die USA verlassen können. Sie können fürchten, dass Amerika vielleicht Südkorea verlässt, um selbst nicht bedroht oder angegriffen werden von Nordkorea. Und dann müsste dann alleine Nordkorea konfrontieren und wäre natürlich dann ohne eigene Nuklearwaffen dieser Bedrohung hilflos ausgesetzt. Aber Südkorea könnte auch befürchten, dass die Amerikaner einen Krieg anzetteln auf der koreanischen Halbinsel und der Kollateralschaden, der wäre natürlich dann in Südkorea vor allem. Also das ist das Dilemma, unter dem Südkorea steht und das ist wohl auch der Hintergrund, weshalb Moon Jae-in so entschlossen auf einen Ausgleich hinstrebt und versucht, im innerkoreanischen Kontext bestimmte Pflöcke einzuschlagen und damit gewissermaßen den Gipfel zwischen Trump und Kim schon vorzubestimmen. So, dort gegenüber. Jan-Philipp Redder aus dem Fachbereich WD2, ich bin Rechtsreferendar. Eine Frage, und zwar
im Rahmen der Diskussion um das nordkoreanische Atomprogramm, gibt es denn politische Bemühungen, Nordkorea dazu zu bewegen, auch in anderen, sag mal, internationalen Vertragswerken, ich denke an die Chemiewaffenkonvention, dazu zu veranlassen, dass dem mal beigetreten wird? Oder ist das deutlich in den Hintergrund gerückt? Die Bemühungen bestehen. Aber Nordkorea ist dieser Chemiewaffenkonvention ja nicht beigetreten und sie würden einer Inspektion oder Vernichtung von eigenen Waffen nicht zustimmen. Die Bemühungen sind da, ja. Genauso auch auf biologische Kampfstoffe. Ja. Frank Rauer, Mitarbeiter im Wissenschaftlichen Dienst. Ich hoffe, dass meine Frage jetzt nicht zu kleinteilig ist. Die ist mir jetzt so gerade gekommen während Ihrer Ausführung. Sie sagten mehrfach, dass es noch keinen Friedensvertrag gibt zwischen USA und Nordkorea. Und dieser Koreakrieg war doch, wenn ich richtig informiert bin, eigentlich eine Intervention der UNO nach Kapitel 7. Ja. Also kann man da eigentlich davon sprechen, dass jetzt die beteiligten Staaten, die das sozusagen exekutiert haben, nun im Kriegszustand sind und dass man den jetzt durch einen Friedensvertrag irgendwie beenden müsste? Oder ist das nicht eher eine Sache, die sozusagen die UNO machen müsste und erklären müsste, jetzt ist es erledigt oder auch nicht? Also können Sie dazu irgendwie was sagen? Danke. Ja, ich werde es versuchen. Kleinteilig kann ich vielleicht nicht antworten. Der Koreakrieg ist eine Intervention unter Kapitel 7 der UN, den der Sicherheitsrat beschlossen hatte, damals unter Abwesenheit der Sowjetunion. Die Intervention wurde durchgeführt durch eine internationale Gruppe unter Führung der USA. Beteiligt waren da auch eine ganze Reihe europäischer Länder, aber auch so Staaten wie Ägypten und ich glaube Iran, also wirklich die ganze Welt. Der Krieg wurde dann beendet 1953 durch den Waffenstillstandsvertrag von Panmunjom und es wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Eine Demarkationslinie hat die Trennung zwischen Nord- und Südkorea festgelegt. Und Unterzeichner dieses Waffenstillstandsabkommens waren Nordkorea, China und die USA. Nicht Südkorea und auch nicht andere kriegsführende Staaten. Was ich jetzt nicht weiß, ist das Waffenstillstandsabkommen, ob das von Vertretern der UN unterzeichnet wurde. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da wurde die USA ermächtigt, die UN zu vertreten. Und so ist es bis heute. Zwischen Nordkorea und USA besteht also heute weiterhin der Kriegszustand. Nur ein Waffenstillstand. Allerdings nicht zwischen USA und China. Da gibt es seit 1972 Frieden und diplomatische Beziehungen. Ja, lieber Herr Hilpert, ich glaube, Sie haben uns eine Menge Stoff zum Nachdenken geliefert mit Ihrem Vortrag und der Bereitschaft, auf all diese Fragen zu antworten. Ich vermute, es wird manchem gehen wie mir, dass man nicht gerade mit euphorischen Hoffnungen auf Friedensperspektiven für unseren Globus nach Hause geht. Wir wissen, dass politische Gespräche auf höchster Ebene anstehen. Auf der anderen Seite haben Sie uns die inneren Zwänge, glaube ich, sehr nah vor Augen geführt, die die Herrschaftssicherung in Nordkorea und die Verfügung über atomare Bewaffnung in einen sehr engen Zusammenhang gestellt haben, sodass die Vorstellung, dass am Ende solcher Gespräche hier eine Denuklearisierung stehen könnte, schon sehr viel Fantasie braucht. Das heißt aber nicht, dass damit eine solche Veranstaltung unsinnig wäre, sondern ich glaube, sie hat uns sehr geholfen, ein Verständnis für diese Prozesse jenseits von tagespolitischer Berichterstattung in den Medien, ein solches Verständnis zu entwickeln. Dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank sagen, sowie auch allen,
denen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben und mit Fragen zur Vertiefung beigetragen haben. Ich möchte auch all denen nochmal danken, die in der Vorbereitung tätig waren, was man nicht immer so sieht, wenn man dann zu einer solchen Veranstaltung kommt. Diejenigen, die schon mal häufiger bei W-Forum waren, wissen, dass man hin und wieder schon die Information bekommt, womit wir uns denn beim nächsten Mal beschäftigen werden. Mir wäre wohler gewesen, ich würde Ihnen das jetzt schon sagen können. Ich kann Ihnen versichern, wir arbeiten heftig und intensiv an einem ausgesprochen spannenden Projekt für das nächste Mal. Ich kann Ihnen aber noch keinen Termin sagen, deswegen werde ich Ihnen auch das Thema nicht sagen. Aber Sie können sicher sein, wenn Sie die nächste Einladung zu W-Forum bekommen werden, wird es hoffentlich ähnlich spannend werden wie heute. Für Ihr Kommen ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war großartig. Hat mir sehr gut gefallen. Freut mich, ja.